Zur Not dengel ich das noch mit dem Hammer. Willkommen auch bei uns auf dem Zalidos Fishing Channel. Schön, dass ihr dabei seid zu unserer ersten Folge. Wie baue ich mir ein Bass Boat? So ein klassisches Bass Boat wird es ja nicht sein. Eher so eine Art Bass Boat, European Style. Der Markus von Olf, der Besitzer von Bullseye, hat natürlich in unseren ersten Kommentaren, die wir bekommen haben, zu unserer Ankündigung, dass wir ein Boot bauen, ganz richtig gesagt, dass es kein echtes Bass Boat ist, sondern eher eine Version mit einem kleinen Casting-Deck vorne. Wir haben uns wie folgt vorgestellt: ein Drittel vorne soll das Casting-Deck werden, der Rest soll ausgekleidet werden mit drehbaren Sitzen für das Vertikalangeln. So ein klassisches Vertikalboot. Wir haben uns entschieden für einen Smartliner 150. Das ist 4,50 Meter lang und besteht aus einem Boden, der mit einem 3 mm Alublech geschweißt ist. Das ist ab hier 3 mm. Die Seitenwand ist wieder 2 mm. Und der Heckspiegel ist wiederum auch ein 3 mm Profil. Das waren auch die ersten Fragen, die wir so auf unsere Ankündigung bekommen haben. Was für ein Material ist es denn und warum habt ihr euch jetzt für ein geschweißtes Boot entschieden? Wir haben uns für ein geschweißtes Boot entschieden, weil es gar nicht so entscheidend war, ob es geschweißt war oder es genietet war. Das Entscheidende war, dass wir uns ein bisschen informiert haben, was für unsere Angelei am besten ist. Und da wir eine Kombination aus einem Vertikalangelboot haben wollten und einem reinen Bass-Casting-Boot, haben wir mit einigen Leuten gesprochen, die haben uns durchaus empfohlen, dann auf Smartliner zu setzen. Und der Smartliner ist halt von seiner Form her für beide Sachen geeignet und das Smartliner ist halt geschweißt. Generell möchte ich auch gerne nochmal darauf eingehen, dass die genieteten Boote und die geschweißten Boote natürlich gewisse Unterschiede da aufweisen. Die geschweißten Boote sind generell eigentlich von einem etwas dickeren Material ausgestattet, so war es zumindest in den letzten Jahren. Die neuen Generationen vom Smartliner als auch von anderen neuen geschweißten Rümpfen sind gar nicht so dick ausgestattet mit Material. Von daher 2-3 mm, so wie das Smartliner jetzt bei uns ist, ist durchaus eine akzeptable Größe, was dann vom Gewicht her, was wir dann aufs Gewicht beziehen können. Die geschweißten Boote waren früher immer mit einem relativ dicken Material ausgestattet, damit die Schweißnahten und die Punkte auch hielten. Das ist heutzutage allerdings schon wieder ein bisschen anders geworden. Wie gerade gesagt, auch die geschweißten Boote sind relativ dünn ausgestattet. Wie auch schon die genieteten Boote, Alumacraft und dergleichen, sind genietete Boote. Die haben schon immer ein relativ dünnes Material gehabt und hatten da auch mal den Gewichtsvorteil gegenüber einem Smartliner-Boot oder generell gegenüber geschweißten Booten. Was natürlich jetzt bei uns nicht mehr ganz so ins Gewicht fällt, weil wir doch einen, was heißt starken Motor, aber ich denke mal, wir werden so mit einem 35 PS Motor auskommen, um unsere Geschwindigkeiten da, wo wir fahren wollen, auf Flüssen und Seen auszureizen. Was dabei noch zu erwähnen ist, ist, dass der Gewichtsvorteil, den wir natürlich jetzt gegenüber dem neu geschweißten Boot haben, beziehungsweise dem Vorteil gegenüber alten geschweißten Booten, wir glauben, dass die 35 PS dann für normale Geschwindigkeiten noch ausreichen und wir mal dann so auf diese 37 bis 38, vielleicht auch knapp über 40 km/h auf einem Fluss kommen werden. Von daher ist das alles bei uns völlig in Ordnung. Das ist genau was wir wollen. Und der Spritverbrauch hält sich natürlich dann auch in Grenzen. Meine Kollegen Tobi und Christian kommen jetzt auch gleich. Ich hatte mich schon mal hier ein bisschen vorbereitet, hatte die Sachen schon mal aufgestellt. Wir haben so ein paar Sachen schon angefangen zu bauen. Wir waren gestern schon ein bisschen hier und haben uns erstmal um die Bugplatte gekümmert. Die ist jetzt leider gerade nicht drin, aber wir würden das gleich mal ein bisschen vorbereiten und wir nehmen euch dann mit, wie wir im Einzelnen hier die ersten Aktionen planen und wie wir vorgehen. Ja, eins von den ersten Sachen, die ihr euch auf jeden Fall holen solltet, wenn ihr euch ein Boot holt und auch einen Trailer. Wenn das Boot irgendwo steht, nicht, dass euch einer hier den Haken an seine Hängerkupplung macht und dann euch das Boot vom Hof holt.
so ein Schloss hier, das ist einfach eine Alu-Vorrichtung, wo einfach ein Vorhängeschloss dick vorkommt. Das haben wir uns als erstes geholt, dafür ist dann auch sicher, dass das Boot erstmal da bleibt, wo es ist. Also ruhig auch um die Kleinigkeiten Gedanken machen, bevor ihr richtig Arbeit investiert und dann ihr schöne Probleme habt, dass das Boot vom Boot geklaut wurde. Ja, ich habe jetzt mal die Bugplatte oben auf das Boot draufgelegt und zwar haben wir auf die vorgegebene Bugplatte, die auch aus Alu ist, zwei separate Siebdruckplatten als Unterlage draufgeklebt und dann hinterher noch verschraubt. Und zusätzlich haben wir vorne, ihr könnt es hier auf der Seite hier sehen, noch ein Alu-Profil befestigt, was wir auch auf der Seite hier mit den Siebdruckplatten hier verstärkt haben. Und das Ganze wird dann umgedreht vorne an die Alu-Profile, die schon im Boot selbst verankert sind, befestigt, sodass wir dann eigentlich einen guten Übergang haben zwischen der einen Aluplatte und den eigenen Profilen, die am Boot verankert sind. Da haben wir eigentlich die richtige Basis, um dann hier oben den Elektromotor drauf zu schrauben. Wenn ihr noch einen Tipp habt, wie ihr es gelöst habt oder auch wie wir es jetzt besser hätten nicht lösen sollen, schreibt uns das mal in die Kommentare direkt unten rein. Und vielleicht können wir den einen oder anderen Tipp hier doch noch umsetzen und nochmal was anders machen. Aber erstmal glauben wir, dass wir hier zumindest mit den Siebdruckplatten hier eine vernünftige Materialdicke haben, um das hier entsprechend vorzubereiten, damit wir dann hier ohne Gefahr den E-Motor platzieren können. Das war's jetzt auch von unserem ersten Tag illustren Bootsbastelei. Habt ihr Fragen zu irgendwelchen Themen, die wir heute angesprochen haben? Euch ist was aufgefallen? Wir können was besser machen? Schreibt's gerne in die Kommentare, lasst uns einen Daumen da und verfolgt uns weiterhin auf unserem Kanal, wie wir unser erstes Bassboot bauen. Bis bald!